Dich für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, ich möchte noch mal sagen, worüber wir sprechen. Die gesundheitlichen Belastungen für die Leute im Mittelrheintal oder überhaupt im Rheintal durch die Güterverkehrszüge sind nach Berechnungen von Professor Geiser mindestens doppelt, wahrscheinlich dreimal so groß wie die Belastungen von Menschen, die in Einflugschneisen von Flughäfen wohnen. Und die Vorsorgewerte, die jetzt für Neubaustrecken vorgesehen sind, die irgendwann nach dem Jahr 2016 begonnen werden, nach Ihrem Gesetz, das Sie hier vorlegen, diese Vorsorgewerte werden heute um das etwa Zehnfache überschritten. Und der Professor Geiser sagt, man müsse eigentlich angesichts dieser Werte von aktiver Körperverletzung mit möglicher Todesfolge sprechen, weil sich tatsächlich die gesundheitlichen Risiken enorm aufsummieren. Jetzt wird am 1. Oktober unser Verkehrsminister Herr Ramsauer in Bingen eine große Schau veranstalten. Er wird dort mit einem halb sanierten Güterzug auflaufen und zeigen, wie das Programm Leiser Rhein die Entlastung der Bürgerinnen und Bürger dort bringen soll. Genau die gleiche Veranstaltung mit genau dem gleichen Vorführzug und halb leise ist 2007 in Bingen schon mal vonstatten gegangen, ohne dass sich für die Leute dort irgendwas geändert hat. Und tatsächlich ist es so, dass das Programm Leiser Rhein, dass mit diesem Programm es inzwischen gelungen ist, 1250 der 800.000 Güterwaggons zu sanieren, von denen die Kollegin vorhin gesprochen hat, sind 0,7%. Und das hören Sie nicht, das hören die Leute nicht. Genauso wenig, wie die Leute hören, dass der Schienenbonus im Jahr 2016 abgeschafft werden soll, weil die Strecken, die inzwischen die da sind, die werden überhaupt nicht saniert. Da werden keine zusätzlichen Lärmschutzmaßnahmen gemacht. Das heißt, die Menschen haben von dem, was Sie hier heute beschließen werden, gar nichts. Sie fühlen sich verhöhnt, sie fühlen sich nicht ernst genommen und sie haben vor allen Dingen nicht den Eindruck, dass das Problem Lärmbelastung ernst genommen wird, genauso ernst, wie sie die wirtschaftlichen Interessen der Unternehmen nehmen, die dort im Rheintal mit ihren Gütern durchrasen. Es gibt in der Schweiz, es ist gar nicht weit, ein sehr gutes Beispiel, wie mit Lärmschutz an Güterverkehrstrassen umgegangen wird. Da wird sehr systematisch mit umgegangen. Da wird Lärm gemessen, da werden verschiedene Maßnahmen ergriffen, da wird mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam geguckt, wie man es besser macht. Und da werden auch klare Festlegungen getroffen für das Ende der lauten Güterzüge. Wir haben eine Anhörung gehabt im Verkehrsausschuss, Sie erinnern sich sicher dran. Und die Unternehmen haben alle gesagt, es ist für uns überhaupt kein Problem, die Güterzüge umzurüsten auf leise Bremsen. Aber die Politik muss klare Vorgaben machen. Es muss die Deadline gesetzt werden, bis wann die Güterzüge umgerüstet werden müssen. Die Sanierung der bestehenden Strecken, die Lärmsanierung der bestehenden Strecken, das haben wir erfragt bei der Bundesregierung, würde 1,2 Milliarden Euro kosten. Sie wollen die ganze Geschichte kostenneutral organisieren. Das wird nicht klappen. 1,2 Milliarden Euro hört sich viel an. Aber wenn man bedenkt, dass der Bundesverkehrsminister damit einverstanden ist, dass ungefähr 1,6 Milliarden Euro für die Förderung der Automobilindustrie zur Entwicklung von Elektroautos eingesetzt wird und dass man eigentlich mit diesem Geld die Elektromobilität auf der Schiene vernünftig gestalten könnte, nämlich mit ordentlichem Lärmschutz, dann finde ich die Situation nachgerade skurril. Ich möchte jetzt zum Schluss sagen, dass die Bürgerinitiativen, die dort im Rheintal sehr aktiv sind, eine sehr konkrete Forderung haben, die sie ganz schnell und ganz sicher entlasten würde, nämlich Nachtfahrverbot für laute Güterzüge. Dieselbe Forderung, die die Flughafeninitiativen für den Flugverkehr fordern. Und ich kann Ihnen sagen, wenn Sie die Leute nicht ernst nehmen, dann werden die Auseinandersetzungen sich dort zuspitzen. Und die Bürgerinitiative gegen Fluglärm haben es geschafft, ein Nachtflugverbot durchzusetzen. Es ist noch nicht genug, aber es ist etwas. Und die Flieger sind nicht zu stoppen.
von den Bürgerinitiativen. Aber Zugleise sind zugänglich. Und die Bürgerinitiativen, die Bürgerinnen und Bürger sind an der obersten Belastungsgrenze. Und wenn sie so weitermachen, dann werden sie dort noch ihr blaues Wunder erleben. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat nun die Kollegin Dr. Valerie Wilms das Wort.